Katharina! Das ging ja heute ganz gut, oder? Ja, ging super. In einer Woche ist schon das Turnier? Ja, und morgen ist die nächste Privatstunde. Sehr gut. Dann wirst du heute früh ins Bett gehen. Ich weiß, Mama. Damit ich fit genug bin. Katharina, komm doch endlich, es gibt Essen. Na, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Wir hatten heute Übungen für die Mathe-Schularbeit. Ich glaube, jetzt verstehe ich alles. Das hört sich doch super an. Eislaufen war ich heute auch schon. Wunderbar. Also, vergiss nicht, dass du all deine Energie zusammennimmst und dann erst dich drehst. Ja? Sagst du mir jedes Mal, Mom. Ich war halt kurz weg mit der Energie. Tut mir leid. Ach, komm. Schau mal, noch einmal. Du musst vor dieser Drehung kurz die Augen schließen und dich dann visualisieren beim Drehen. Konzentrieren und dann all Energie nehmen und die Energie halten bis zum Schluss der Pirouette, ja? Das sagst du mir andauernd. Ich mein's doch nur gut mit dir. Das kann ich schon nicht mehr hören, wirklich. Katharina! Bitte, verstehst du nicht? Es geht um dich und nicht um mich. Ich will, dass du ein besseres Leben hast als ich. Verstehst du das nicht? Wie ich in deinem Alter war, schau mal, mein Vater wollte immer, dass ich mehr übe. Und was habe ich gemacht? Ich habe aufgehört zu trainieren. Sagst du mir ständig. Das wird mir zu viel, verstehst du? Das ist alles so anstrengend. Mit der Schule, Mathe-Schularbeit und da muss ich jetzt auch noch so viel trainieren? Diese eine Privatstunde morgen noch. Nein. Katharina, du hast bald Turnier und es ist wichtig, dass du diese Drehung schaffst. Würdest du bitte endlich still sein? Bitte. Es gibt keine Widerrede, Katharina. Du gehst trainieren morgen.